So, liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, wir haben das letzte Mal aufgehört, indem wir die beiden Typen da gekillt haben, die ich gerade normal legen musste, da das Spiel automatisch speichert und ich nicht mit der Speicherung irgendwas bewirken kann. Da es am Anfang mal ein kleines bisschen rückelt, kommt jetzt kurz eine Neuaufnahme. Und dann überlegen wir uns mal, was wir machen sollen. Wir haben endlich einen neuen coolen Look. Yeah, Leute. Ich würde da gerne durch, ohne euch umzuschubsen. Geht mal aus dem Weg. Ja, geht mal aus dem Weg. Ich hätte mich jetzt ein bisschen mehr an das Spiel gewöhnen, halten, was auch immer. Außerdem wisst ihr ja bereits, ich versuche das Spiel 100% durchzuspielen. Wir sind ja nicht 100%, also nicht 100% unbedingt, aber Kunsthändler? Arzt. Kunsthändler? Arzt, okay. Egal, wir müssen. Hallo, ich will dahin. Da, genau, müssen wir uns hier. Und da werden wir uns jetzt hinbegeben. Der Rat hat die und, ja, ich werde versuchen, so viele Missionen, wie es nur geht, zu machen. Und, ja, genau. Und wir starten direkt mit der Hauptmission, weil wir gerade keine andere haben. Moment, lass mich mal überlegen. Da ist gesperrtes Gebiet. Wir müssen aber... da, okay. Hab einen Weg gefunden, der hoffentlich funktioniert. Mal schauen. Hoppa. Hoppa, okay, funktioniert. Hat mich fallen lassen. Und da sind wir auch schon fast angekommen. Brecht ihm die Beine! Er hängt mir Echo noch! Scheiße! Wow! Ruhig Blut! Scheiße! Okay, da unten sind ein paar Typen. Da ist er! Oh, fuck, ich muss die Schwert auswählen. Außerdem habe ich das jetzt noch geübt. Ich weiß jetzt wieder, wie Konter funktioniert. Indem ich R1 gedrückt halte, die rechte Taste von meinem Controller gedrückt halte, habe ich das Kontermenü zur Verfügung und kann ein paar Sachen machen. Also ich habe an den zwei eben ein bisschen geübt. Und ja. Oh, ich liebe diese Grafik irgendwie. Noch einer auf dem Weg zum Herrn. Mögest du deinen Frieden finden. Schade, dass ich nicht irgendwie beten kann. Also irgendwie, dass ich mich verteile. Ups. Entschuldigung, das wollte ich eigentlich nicht. Nein. Fäuste. Genau, Fäuste. Alles klar. Langsam krieg ich's raus, Leute. Dauert noch ein bisschen. Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Ich vertraue dem überhaupt nicht. Ich vertraue dem absolut nicht. Ich weiß nicht warum. Erstens weiß ich nicht, warum gerade wieder Tag ist. Das ist ein bisschen komisch gemacht, aber egal. Jetzt ist es halt wieder Tag, egal. Ich finde das richtig geil mit Tag-Nacht-Unterschied, Leute. Das ist cool. Egal. Auf jeden Fall vertraue ich dem Typen nicht. Der hat gerade irgendwie sich ganz merkwürdig verhalten. Also fand ich's. Scheiße. Ich muss noch ein bisschen gucken, wie das mit dem Abständen ist. Wann ich springen kann, wann nicht. Also ich fand den ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, ob der uns anlügt oder nicht. Komisch, egal. Wir klettern erstmal den Aussichtspunkt hoch, damit wir ein bisschen bessere Aussicht haben. Deswegen heißt es ja auch Aussichtspunkt. Kann man hier hoch? Okay, hier kommen wir hoch. Jetzt muss ich hier irgendwo... Da. Da ist ein kleiner Nöppel, Pöppel mit der Pömpel. wer das Supertalent gesehen hat, der weiß, was ich meine mit der Pömpel. Egal. Wir holen uns den Aussichtspunkt hier mit der Pömpel. Und mit die Pömpel. Nein, wir holen uns den Aussichtspunkt und haben einen neuen Überblick über die Stadt. Karte ist wieder größer geworden. Ich hoffe, dass es diesmal wirklich nur in dieser einen Stadt spielt, denn dann könnten wir uns echt aufs eine Stadt fixieren. Und ich finde es geil. Ja, ich finde es eigentlich ganz lustig.
Egal, Schneider, ich weiß noch nicht, was die Sachen alle bringen. Die sind anscheinend noch nicht so übertrieben wichtig für uns. Was ist das? Kodex-Seite? Rennen. Schmied, was ist das daneben? Schnellreisestation. Leute, ich werde aus den Symbolen noch nicht schlau. Aber gut. Also wisst ihr was? Ich gehe als erstes mal zur Codex-Seite. Ich würde gerne wissen, was das ist. Oh, die probieren wir es mal aus. Ja, Pall wieder 50 Kilometer in die Tiefe. Ich nehme jetzt auch keine Rücksicht gerade. Oh, Entschuldigung. Und ist hier vielleicht irgendwas? Schade. Oh, das war mal wieder Glück. Aber egal. Nein, ich wusste, dass der Heuhaufen da steht. Wusste ich. Nicht. So, ich bewege mich nach oben. Wieder auf die Dächer. Da ist unser Terrain. Und ich gucke mal. Okay. Ich muss einfach nur weiter, glaube ich. Ach, falsche Richtung. In die Richtung muss ich weiter. Okay. Bewege ich mich halt in die Richtung weiter. Hoch, 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 hoch. Oh, knapp, egal. Wir lassen uns von so etwas nicht beirren. Achso, ich wollte gerade sagen, was tust du da, Ezio? Ezio, jetzt kommt das wieder, jetzt geht es wieder los mit Ezio. Nein, okay. Komm ich denn da jetzt hin? Ein kurzer Blick und wir sehen, da geht's lang. Wieso machst du immer so einen Scheiß? Da muss ich halt springen. Hoppa. Ach, hier sind wir doch wieder am Gefängnis. Richtig, hier sind wir wieder am Gefängnis. Da haben wir ja unseren Vater besucht. So, was ist das jetzt? Datenbankzugang. Was heißt denn Datenbankzugang? Also irgendwas ist hier. Ich habe da irgendwie einen Datenbankzugang. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Moment, wo war das denn? Ich gehe einfach mal runter kurz. So, jetzt hier gucken, ob ich hier irgendwie reinkomme. Sind das Wachen? Moment, Adlerauge. Rot war feindlich, oder? War rot feindlich? Ich kann es euch nicht sagen. Ja, es war feindlich. Guter Versuch. Oh, fuck. Hoch da. Was ist das für ein Arschloch? Da wäre ein gutes Versteck. Arsch! Was geht denn bei denen ab? Die sind ja schlauer geworden seit Assassin's Creed 1. Epic. Verdammt! Die sind schlauer geworden. Das ist gut, eigentlich. Wow. Moment. Ich muss noch mit den Tasten klarkommen. Greif zum Schwert, okay. Na komm, versuch's doch. Versuch es.